Herzlich willkommen, meine Lieben, in einer weiteren Folge Conan Exiles Quattro Barbarossi mit den vier Barbaren on Tour, die da wären. Nach Alphabet wäre das der Avonaccio. Moin, moin. Dann haben wir da, warte mal, kommt jetzt VVQ? Kacke, ey. OP. Kuh kommt zuerst. Kuh kommt zuerst, ne? Ja, die Queen. Sie hallo, von mir hallo. Rum. Leg mich doch am Arsch, ey. Ah, Kopf kaputt. Die Queen und der Wellcry. Hallo, moin. Moin, moin. Na, na, na. Wir sind immer noch mitten auf der Karte unterwegs und genau, mitten in der Nacht. Warum kriege ich aus menschlichen leichten Tierhaut? Gute Frage. Du hast sie in der Transformation gekillt. Ja, das kann gut sein, ja. Oh, können wir hier den Wasserfall runter? Ja, sollen wir probieren? Du zuerst. Ja, Geronimo! Oh Gott, das macht's wirklich. Juhu, ja. Geht's? Komm runter. Ja, geht. Ich schlag bestimmt am Stein auf. Du okay. Geht's? Super cool. Ich habe auch keinen Fallschaden gekriegt. Boah, was ist das denn hier für eine Festung, ey? Schade. Krass. Jeno. Oh. Hab mich jetzt gerade voll erschreckt, ey. Keine Tänzer, keine. Nur Kämpfer hier in den kleinen Camps, zumindest hier, wo ich war. Du bist. Wir haben hier jetzt links von haben uns auch, ein kleines Camp. Ja. Queenie, was sollen wir machen? Sollen wir mal einmal kurz... Wo seid ihr denn ungefähr auf der... Achso, ich hab übrigens, sag mal, also wollte ich jetzt einfach mal fragen. Ich habe jetzt einen neuen Mod gesehen. Eine Karte, wo man optional, wenn man das möchte, die Koordinaten einblenden kann. Oh fuck, jetzt kommen sie. Und Queenie, wo man auch Wegpunkte setzen kann. Das fand ich in der Kombination, glaube ich, ganz praktisch. Ja. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob man das bei dem auch muss. Ich habe mal allgemein nur geguckt, wenn man so einen Mod installiert im Server, dann muss man die im Client auch installieren. Sonst kann man sich angeblich nicht auf den Server einloggen. Ich weiß nicht, ob das bei diesem Kartenmob-Mod auch so ist. Ja, aber, Kartenmob. Habe ich Mob gesagt? Ja. Nein, aber ich könnte mir das praktisch vorstellen. Also mit Koordinaten, dass man die ausblenden kann sowieso. Jetzt kommen sie runter. Oh fuck. Aber auch, dass man so eigene Kreise raufzeichnen kann, weißt du? Hier und da ist das und das und sowas. Ja, man hat mir auch gerade entdeckt. Das ist also nicht das Lager, wo ihr seid. Oh, wow. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Und hier die Sachen verlieren wir aber bitter. Das ist eine Dreiviertelstunde laufen. Hinten ist noch ein Ding. Seht ihr so eine große Brücke? Eine kaputte? Nee. Also noch nicht. So eine richtig hohe, eine richtige kaputte Brücke. Nee. Okay, ihr seid aber noch in dem Fluss, ja? Wir sind noch im Fluss, genau. Wir sind gerade zum Wasserfall runtergestürzt und wir haben jetzt gerade Schüssel an einem Camp. Deswegen Entschuldigung bitte, wenn wir etwas unkonzentriert sind und nicht antworten. Kein Denken, ich komme euch jetzt mal entgegen von Süden. Boah, hier sind noch drei Kämpfer und drei Bogenschützenrübchen, glaube ich. Oh fuck, jetzt kommt hier einer runter. Oh, mein Schwert ist fast kaputt. Oh, ist das Camp direkt am großen Fluss? Nee, ist es nicht. Ja, nach dem ersten Wasserfall-Ding. Den sehe ich nicht, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich muss mal eben weg, weil der hat mich nämlich jetzt gleich. Nee, das Camp kann es nicht sein. Die reagieren noch nicht. Mein Dingens ist fast kaputt, mein Schwert. Okay, ich sehe den Wasserfall, aber ich sehe euch nicht. Es gibt noch einen zweiten Wasserfall. Also ich glaube, du stehst vielleicht am zweiten. Wir sind ich bin dann an so einem kleinen, ja. Ihr seid oberhalb davon? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, das sind zwei Bogenschützen. Ich kann das Schild nicht runternehmen. Dann bin ich tot. Drei Bogenschützen. Lauf erstmal weg mit dem. Oh Gott. Wenn du kannst. Drei Bogenschützen und zwei Kämpfer sind da oben noch. Ich weine ein bisschen innerlich. Oh, drei Hyänen und keine Ausdauer mehr. So eine Scheiße.
Ich würde die anderen gerne nochmal anlocken, dass die hier runterkommen, weißt du? Leute. Ja, die Kämpfer kommen runter. Dann lass erstmal wieder ein bisschen zurückziehen, Rübchen. Ja. Und dann ich sehe diesen großen Turm mit Feuer. Den ihr gesehen habt in der Nacht. Ja. Oha. Oh fuck, jetzt ist mein Dings kaputt. Ich glaube, bis ich bei euch bin, habt ihr das auch im Griff schon. Ne? Oh nee, ich bezweifle das. Okay, der eine ist tot. Hier sind noch mehrere Wasserfälle. 3 Stück sehe ich noch. Oh. Der schießt aber immer noch, der Sack, ne? Ja. Warte mal, Bell, ich versuche dir das mal auf der Karte zu erklären, Moment. Ja, gib mir Formen, Farben oder sowas. Wir brauchen dringend eine Map mit Koordinaten, finde ich. Ja, einigermaßen Sicherheit, genau. Da ist ja an dem Flussverlauf, das sieht ein bisschen aus wie so eine seitliche Hundeschnauze. Sekunde, ich habe gerade wieder 3 Hyänen und ich habe keine Ausdauer mehr. Oh. Und bin langsam am Verrecken hier, an der Hyäne. So, was haben wir denn hier noch, Rübchen? Okay, erzähl mir mal. Sieht aus wie was? So, wenn du die Map aufmachst, dann gibt es da so ein... Du hast ja diese große Stadt. Ja. Genau. Und da ist dann... Das sieht aus wie diese Hundeschnauze. Direkt daneben, neben der Stadt. Diese Auswölbung, die am nächsten an der Stadt dran ist. Dieser... Da sind wir... Ja, okay. Ungefähr auf der Hälfte. Okay, alles klar. Ich dachte, ihr seid schon viel, viel, viel weiter südlich. Nee. Vorsicht, Queen, ich habe den dann habe ich ja erst die halbe Strecke geschafft irgendwie. Bogenschützen gerade nochmal angeschnetzelt. Ja. Aber ich muss mich kurz gesunden. Okay, ich zähle hier nochmal. 1, 2, 3, 4 Bogenschützen. Und Alter, ein Kämpfer. Sind die bescheuert? Ey, ich weiß auch nicht. Das ist ja lächerlich. Könnt ihr den nicht einfach abhauen? Ja, wir wollen aber gucken, keinen Tänzer gesehen, ne? Nee, aber das heißt irgendwie nicht so viel. Kann natürlich sein, dass irgendwo dass die hinten sind, weil das ist so groß, das Dorf. Ich habe ja heute keine Webcam drin, aber das Gesicht bei Hundeschnauze wäre echt gut gewesen bei mir. Im nee, Profil, ich ja. Leider nicht hoch. Ah, okay. Ja, so Rübchen, was also ihr seid, also ich dachte wirklich, ihr seid schon unten am großen Fluss. Nimm du den einen Bogenschützen, den linken, wo du gerade vorstehst. Ich nehme den rechten. Wo ja, du aber dahinter sind ja nochmal 2. Die schießen ja dann auf mich, wenn ich mit dem kämpfe. Das geht nicht. Dann bin ich tot. Nochmal 2. Okay. Ja, hinter dem stehen nochmal 2. Also, auch, wenn du das Schild oben hast, dann passiert auch Bogenschützen. Jo. Oh, ist das eine Tänzerin da? Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Wenn sie keine Waffe hat, dann... Nee, ja, sie hat irgendwas in der Hand, das sieht aber nicht aus wie eine Waffe von hier. So, einer ist tot. Einen habe ich gerade platt gemacht. Ist das ein größeres, eingezäuntes Camp? Ja, oh, sie hat... Oh, fuck, jetzt ist sie hinter mir her, das ist keine Tänzerin. Oh, fuck, ich bin tot. Nein! Scheiße. Ja, da ist noch ein Fighter gekommen. Oh, nein! Fuck, warte. Ich bin auch ein Fighter gekommen. Okay. Dann komme ich ganz schnell wieder zurück. Okay, ja, direkt ein Camp am Wasserfall. Ja, toll. Das schießen die auf mich? Haben die eine Macke? Okay, der ist tot. Ich habe dich gerecht, Rübchen. Oh, danke. Ich nehme zumindest noch mal eben Ich bin auf der falschen Seite vom Fluss und viel höher als ihr. Scheiße. Ich laufe, wenn du nach rechts guckst, siehst du mich da irgendwo oben. Ich muss jetzt irgendwie wieder runter. Ich nehme mal einmal kurz die Sachen mit. Mein Schwert hält nicht mehr lange, ne? Das hat nur noch 20%, oder? Ja, meins ist auch schon kaputt. Ich kämpfe jetzt hier mit dem Speer. Lasst mich am besten einmal liegen, ich komme wieder zu euch. Ach, fuck, falsche Richtung, ich doof, ey. Oh, Mist, die Kacke. Und ich habe auch nur noch einen Pfeil oder so. Also. Bist du das unten am Wasser? Oder wer ich ist das? Ich lieg am Wasser, genau. Lass mich nee, da mal jemand liegen. Läuft da unten am Wasser. Ja, bist du das bin ich, das okay, bin ich. Okay, alles klar. Oh, da kommt einer. Ist das ein Fighter? Nee, was ist das denn? Armorer. Oh, okay, den können wir mitnehmen. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Warte, ich habe meinen Knüppel nicht parat. Ja, ich lenke den so lange ab. Ja, komm her, mein Freund. Okay, dann rennen wir mal zurück. Und zwar so, dass uns nicht gerade hier irgendwelche komischen... Oh, fuck, viel zu viele Tiere hier, ey. Ja, fall um. Okay, haben wir.
Ach, leck mich doch am Arsch. Den müsste ich jetzt aber auch. Eigentlich müsste ich den jetzt abschleppen, weil. Ja, mach, der, mach, mach. Der hält nur 10 Minuten. Der hält nur 10 Minuten. Ich warte hier. Ich weiß gar nicht, wie es nach Hause geht. Ja, wir wohl. Einfach den Fluss folgen. Oh nein, die sind alle neu gespawnt, Rübchen. Oh, fucking hell. Nee, ne? Doch, die sind alle wieder da. Oh Gott, ich lauf mal weg, ey. Die laufen, ja, jetzt laufen 4 Leute hinter mir her. Ach, sonst quaffen wir eben schnell neue Sachen. Es ist ja eigentlich auch nicht gedacht, dass wir alles verlieren, aber okay, ist halt gerade mal so. Oh Gott, ich komme hier aber auch nicht mehr weg. Ich quaff dir die gleich neue Sachen aus Leder. Rübchen, Mann, jetzt hau doch zu, mein ey. Wo bist denn du langgelaufen? Fluss, ja, da ich keine Wasserfälle hochklettern kann, auf der anderen Seite vom Fluss, wo kein gegnerisches Camp ist. Oh Scheiße, okay. Ich habe keine Ausdauer mehr. Gegenüber die Schräge hoch, weißt du? Ja. 2 Hyänen und ein Krokodil und ich habe keine Ausdauer mehr, das wird zu viel. Also ich kann auch eben auf dich warten, ich spurte gerade schon mal vor mit dem... Nee, spurte, ich bin auf dem Weg, ich habe nur nicht gesehen, wo es hochgeht, aber jetzt habe ich's. Ich bin schon wieder tot. Oh nein... Ja, ich hatte 2 Hyänen, ein Krokodil hinter mir und keine Ausdauer mehr. Bleib zu Hause, ich mach dir gleich neue Sachen. Ach, bleib zu Hause. Weg, Kind, bleib zu Hause, ich mach dir einen neuen Regenmantel. Oh Gott, Hyäne in mir. Alter. Oh, Imps, Arsch. Warte, ich komm. Nee, ist schon okay. Ach so. Ich will nur nicht... Toll, keine Ausdauer mehr. Jetzt verprügelt mich so ein scheiß Imp. Danke, jetzt reicht's aber hier. Ich guck mal eben hier rein, was es hier noch alles so gibt. Also ein Eisenpickel, den kann ich nehmen. Ah, wo baust du heißig? Hm? Heißig soll ein fleißig heißen? An dem Haus weiter. Ah, Krokodil. Nö, eigentlich suche ich euch gerade. Ach so, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause vom Flussdings, aber Val müsste auch irgendwo, Hab ihn aber noch nicht gesehen. Ich bin auf der Flucht vom Krokodil. Scheiße. Jetzt habe ich ein Krokodil am Leib und keine Ausdauer mehr und habe diese... Ich komme, aber ich sehe dich noch nicht. Na, mal gucken. Ausdauer nicht weh, der frisst mir den Sklaven hinter mir weg. Ist noch ein Speer. Ist noch ein Jagdbogen. Das Krokodil ist ja gar nicht so schnell. Passt, passt. Das geht. Ah, ich sehe dich. Aufsteigen. Du bist in der Nähe. Oh Gott, jetzt ist das Krokodil, glaube ich, hinter mir. Boah, leck. Oh, shit. Stuhlmacher. Eisenpike. Okay, jetzt kriege ich vielleicht doch ein Problem. Na? Ich bin fast da, aber ich habe fast keine Ausdauer mehr. Oh, verkrüppelt? Warum? Ach so, hier eine Hyäne ist hinter mir. Geil. So, passt. Moment. Ich glaube, die sollten mal ein bisschen was mehr essen. Ja, es wäre halt cool, wenn mir jemand die ganzen Tiere vom Leib halten könnte, weil ich... Ja, so. Ich glaube, ich sehe dich da im Hintergrund auch schon. Ich bin hier gerade 2 Skeletten begegnet. Die brauchen echt ein bisschen Futter. Wo waren denn Skelette? Naja, da wo ich halt war. Ah, okay, gut, alles klar. Ich habe mir schon gefragt, wo das sein könnte, aber jetzt ist es super. Ja, ich weiß es auch nicht wirklich genau momentan. Ich habe auch jetzt gerade nicht die Zeit, auf der Map zu gucken, weil die Skelette sind ausdauernd. Wie kann ich denn nochmal Eisenpfeile machen? Die Skelette, die hinter dir herlaufen, oder was? Mhm. Ast und Stuhl. Das habe ich ja noch nie gesehen. Deutlich daraus, dass so die allgemeine Meinung zu einer Koordinaten-Map positiv ist. Mhm. Ja, es ist schon schwer zu erklären, wo man ist. Das ist halt... Ja. Jetzt guckt mich auch noch so eine dusselige Spinne an. Oh Gott. Die kommen ja wieder. Nein, ich will nicht mit der kämpfenden Skelett ab. Oh Leute, hat jemand von euch noch Stein in der Tasche, wenn ihr zurückkommt? Nee. Den brauchen wir auch bald wieder, ey. Ja, nicht so. Für die irgendwann Pfeile. Scheint der Server ein wenig zu laggen. Eieiei. Nö, also bei mir nicht. Toll. Kann mir jemand die Tür aufmachen? Ja, ich kriege die Tür nicht auf, wenn ich den Sklaven in der Hand halte. Ich bin unlangsam. Ja, ich bin unlangsam. Ich sehe den Sklaven gar nicht mehr. Echt so. Nicht? Ne? Aber das ist ein bisschen dumm. Du bist auch fast nackt. Nee, ich kann auch sein, dass ich den gar nicht mehr bei mir habe, den Sklaven. Ich habe nur noch das Seil. Oh nein, ehrlich? Ja. Ja, waren wir zu langsam. Scheiße.
Nö, ich habe keinen mehr. Toll, ich schleppe die ganze Zeit immer so das Seil mit mir durch die Gegend. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, krass, ey. Oh nein. Ich krieg... Zufällig jemand zu Hause? Ja. Ja, ich bin da. Mhm. Brauchst du was? Könntest gleich mal gucken, ob ich die Skelette immer noch hinter mir habe. Ich habe gerade... Oh, jetzt muss ich mich um... Verdammt, eine Spinne habe ich hinter mir. Okay, ein Krokodil. Nein, Skelette nicht mehr. Ich habe gerade kein Schwert mehr. Ich auch nicht. Doch, habe ich. Ich repariere mal jetzt, wa? Geh weg, du. Toll, da wäre er gewesen, unser Schmied. Scheiße. Irgendwie. Ein bisschen doof, ja. Quinny, ich mache da gerade zwei Sachen drin, die ich brauche. Ja. Einmal jetzt die Dings und einmal die Bums. Also einmal. Ja. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Einmal das eiserne Breitschwert und einmal die Eisenaxt mache ich mir hier gerade. Ich mache dir neue Lederrüstungen, wenn das okay ist. Ja, sehr, sehr gerne neue Rüstung. Können wir denn auch schon die andere Rüstung machen, die große, die wir hatten? Mittelschweren Harnisch habe ich gerade gelernt vor der Aufnahme. Braucht 30 Eisenbarren und 25 Leder. Wo machst du die denn drin? Auch in der Werkbank hier. Weil 25 Leder haben wir auf jeden Fall. Ja, aber 30 Eisenbarren. Das wird also ein bisschen schwierig. Ich mache trotzdem mal eben einmal Leder für dich einmal komplett. Und, ja, cool. Also ich renne da jetzt nicht mehr hin zurück das und hole den ganzen Scheiß nochmal. Das ist zumindest gerade günstiger. Herstellen, herstellen. Wir brauchen mehr Zwirn. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Ach doch. Pflanzenfaser. Sind die zwei denn noch nicht fertig? Was ist denn hier? Wieso? Wo sind denn die zwei Sachen hin? Eisenaxt und das Rezept. Das habe ich doch gemacht. Wo sind die denn jetzt? Quinn, hast du die rausgenommen vielleicht? Nee. Nee. Hä? Wird bereits verwendet. Guck mal bitte eben bei dir im Inventar, weil ich habe die zwei da reingelegt. Die sind nicht mehr in der Warteschlange, aber die sind weg. Nee, habe ich nicht. Hä? What the fuck? Warte mal, ich tue mal noch neue Eisenbarren rein. Ich habe gerade Eisenbarren rausgenommen, aber normalerweise sind die doch dann direkt schon fertig, oder? Ach scheiße, wir brauchen hier noch Brennstoff. Alter. So, wo ist denn der Zwirn für die gute... Ja, hier so, sind auch noch Eisenbarren. Den hier... Pack da auch noch welche rein. Herstellen, herstellen, herstellen. Also ich mache jetzt nochmal ein Eisenbreitschwert. Und nochmal eine Eisenaxt. Und jetzt warte ich hier. Bis sie fertig sind. Rüstung für dich ist in der Herstellung da, in dem Ding da, ne? In dem Ding, da. In der Rüstungsbank. Super, cool. Liegst du noch AWO? Also, oder ja. Haben die Skelette dich geschnitzt? So, ich bin zwischendurch gestorben. Oh nein. Ich war da oben in der Hütte. Ja? Hab ich gar nicht gesehen. Ich bin aber auch die ganze Zeit im Inventar, also das könnte daran liegen. Geil. So, die laufen noch. Nehme ich mir jetzt gleich das Eisenschwert und das Eisenaxt. Wer von euch bräuchte denn noch eine Eisenaxt und ein Eisenschwert? Oder aber auch einen Speer? Ein Speer würde ich sonst auch gerne nehmen. Okay, super. Kann man den, wenn man den geworfen hat, wieder einsammeln? Oder wie läuft das mit den? Habt ihr den mal testen können? Das habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Will ich doch mal was probieren? Ich glaube, es kommt Sturm auf. Okay, machen wir mal Tür zu. Ja, wird gerade ein bisschen windig. Jo. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch mal so einen Wassersack. 20 und 20 Zwirn. So, aber die Skelette haben mich übrigens nicht getötet. Station. Ah, okay, cool.
Manifestation des Eifers, was mache ich denn damit? Die haben mich nur 3 Kilometer verfolgt, dann haben sie aufgegeben. Dafür war dann halt eine Spinne da und ein Krokodil da. Ja, das Alter, ist halt laut hier, ey. Und getötet habe ich mich dann selbst. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es getan. Oh. Nee, da spinnt die Serveranzeige öfter mal. Da kommt öfter ganz gerne mal eine falsche Todesursache eingeblendet. So, ich komme mal wieder zu euch. Okay, gut, dann brauche ich... Toll, jetzt haben wir den Sturm auch in der Wohnung. Ja, ja, weil die Fenster noch nicht zu sind. Aber schick sieht's aus. Warte mal, schönes Foto kann man hier machen. Also wir brauchen neue Pflanzenfadern, weil ich mache jetzt hier so einiges an Zwirn einmal. Ja. Ah, da ist meine Dingsaxt. Super. Ah, toll. Kann man die Namen eigentlich nicht ausblenden irgendwie? Die versorgen mir gerade das ganze Thumbnail hier. Was denn? Ja, weil immer, wenn ich mich weit genug wegbewegt habe, kommt jemand von euch so nah, dass die Namen wieder angezeigt werden. Das ist, Ach so. Ja, komisch, jetzt bin ich näher dran und wird merkwürdig. Ich verstehe das System nicht, wenn die Namen angezeigt werden. Komisch. So, möchtest du mal, ich zeig dir mal was. Hier, Rübchen. Hm? Pass mal auf, ich drop dir hier mal was. Ablegen. Ja. Ach, ich probiere das jetzt mal an mir selber erstmal aus. Benutzen. Oh, das knallt aber gut rein. Was denn? Gereinigtes Fleisch. Ja, ablegen. Bäm, hier. Sofort auf das 100, die... Alter. Ja, das hat 3/4 füllt das anscheinend bei mir auf. Oh. Es ist allerdings dieses Menschenfleisch, ne? Aber das sah schon anders aus als das Menschenfleisch, was man normal sammelt. Also es hat dieses hübsche Schnitzelsymbol. Eine kurze Frage in die Runde. Was möchtet ihr haben? Möchtet ihr gerne einen Speer haben, den ihr als Wurf- und Stoßwaffe haben könnt? Oder möchtet ihr gerne eine Eisenpike haben? Das Ding ist, der Speer kostet 8 Holz, 8 Axt und 30 Stein und 15 Zwirn. Pike kostet 8 Ast und 30 Eisenbarren. Nur die Pike hat eine sehr lange Reichweite. Wenn du die Pike hältst, kannst du kein Schild halten. Ich werf das mal so ein. Okay. Habe ich gehört. Soll ich mal eine Pike als Test machen? Machen wir eine Pike als Test und dann pieken wir uns ein bisschen gegenseitig. Mhm. Und dann kann man gucken, ob es gefällt oder nicht. Ich gehe mal los und besorge mal einen Teil. Oder so. Madness, genau. Okay, dann mache ich mal eine Pike. Machen wir mal eine herstellen hier. Hey you, don't watch this. Wo wir bei Madness waren. Oh Gott, ey. Wir sind übrigens bei 22 Minuten. Jo. Oh. Wie die Zeit vergeht, wenn man stirbt. Yes, ja. Könnt ihr noch ein bisschen Pflanzenfaser mitbringen, wenn ihr unterwegs seid und mitbringen könnt? Tött. Ja, ich versuch's. Gegebenenfalls. So eventuell. Wofür brauchen wir denn eigentlich den ganzen Zwirn? Für die Lederklamotten haben wir zum Beispiel Zwirn gebraucht. Marvel. Genau, für die ganzen, für die Pfeile brauche ich, nee, Quatsch, für was brauche ich nochmal Zwirn? Ach, für alles Mögliche, glaube ich. Kann die Schadenszwirn sein? Ja, genau, für den Speer brauche ich Zwirn. Für alles Mögliche. Also Zwirn ist so ein essentielles Ding, was man immer braucht. So, Rübchen. 24 Minuten fast. Ja, okay, meine Lieben. Ich ziehe mich mal eben komplett an. Jetzt habe ich auch wieder eine Unterbuchs an und Füße und so. Ja, meine Füße? Kollegen sind, glaube ich, gerade irgendwie draußen unterwegs. Hier drin ist noch der Well. Hi. Ja, genau.
Ich sag jetzt einfach mal fast 25 Minuten. Tschüssikowski, wir sind hier noch am Rummöppeln. Ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach so einem fucking Tänzer. Ah, keine Ahnung, wir sollten vielleicht einfach mal in so einen Schüssel-Club gehen. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Aber ich sag mal tschüss, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich übergebe jetzt mal an meine Kollegen. Auf Wiedersehen. Jo, bis dann. Aloha. Ciao, ciao.